Boah, bitte löschen. Das ist schnell das, mehr für einen Elfenbündel, hast du gelacht. Mach aber weiter, Martin. Servus, Martin. Schreib mich. Bringst du mir mein Buch, was du mir schon lange versprochen hast? Ich brauche ihn dir nicht mehr bringen, weil du bist schon lange kein unbeschriebenes Blatt mehr. Aber dein Buch habe ich trotzdem noch nicht. Ja, aber deine Schallplatten möchte ich auch schon. Ja, gern, sag ich dir. Na, Fredi, ist deine Hall of Fame, kann man sagen, wie viele so goldene und Platin-Schallplatten habt ihr hier gekriegt, Thomas? Ah, ganz genau weiß ich es nicht mehr, aber es sind um die 40 insgesamt. Aber ganz besondere, ha? Sierra Madre, ist natürlich. Dass das Glück gebracht hat. Ja. Am 13.08.93, Freitag der 13. war das. Freitag der 13. ist sowieso ein Glückstag, weil da ist eine von meinen Töchtern und ich geboren. Also ja, doch, passt sowieso. Und Sierra Madre verliehen, haben wir doch gekriegt, die Platin. Mittlerweile ist aber Sierra Madre, glaube ich, 6-7-fach Platin. Ja, aber du hast ja ganz eine andere Sammlung noch im Keller und ja, die schauen wir jetzt zu. Ja, Martin. Und das ist jetzt mein Proberaum oder unser Proberaum. Ja. Früher, Anfang der 90er Jahre, war das ja unser Studio. Das warst du eh noch. Haben wir ja einiges miteinander gemacht, nicht? Genau, ja. Und das ist die berühmte Sammlung. Also da hast du quasi die Urheberrechte drauf, ja, oder? Nicht gerade die Urheberrechte, sondern die Urheberlinke auch, weil ich habe links und rechts je 6 Uhren gehabt. Ja, da bist du ja bekannt gewesen. Ja. Aber wie ist es eigentlich zu dem gekommen, dass du die ganzen Uhren über oben gehabt hast? Das war ein reiner Zufall. Gewesen ist es ja so, ich bin 86 zu den Schürzenjägern dazugekommen und war dazu mal, man will das nicht glauben, der mit den längsten Haaren. Und da habe ich aber nur zwei so Hohbanteln gehabt, so Gummibanteln und aber zwei Lederbanteln. Das war halt dazu mal der Splin. Und die habe ich auch mal mitgehabt, wenn wir gespielt haben. Und schon langsam habe ich von den Fans, großteils aber von den Kindern, Hohbanteln gekriegt, Gummibanteln. Und irgendwann kommt einmal jemand daher und schenkt mir eine Uhr. Und die habe ich oft getragen und oft einmal mehrere und mehrere. Mittlerweile, ich habe sie da jetzt drapiert sozusagen, aufgehängt, es sind mittlerweile 480 Uhren. Das ist ein Wahnsinn. Habe ich alle geschenkt gekriegt, von den Fans, und ich habe nicht ohne weggegeben. Und ich habe mir eigentlich gedacht, du hast dich von den Bandkollegen gekriegt, weil du ja wird Spaß machen. Nein, ich war zu früher. Ich war aber der, was zu früher war. Hast du es gar nicht gebraucht? Nein, ich habe es nicht gebraucht. Aber natürlich, ein paar haben wir eine besondere Geschichte wahrscheinlich, oder? Ja, da haben eigentlich viele. Also, wie gesagt, viele, also ich muss eigentlich alle live vor Ort gekriegt, in die Hallen nachher bei den Autogrammstunden und so weiter. Einige so eine, ein paar wenige per Post zugeschickt gekriegt. Und wie gesagt, Geschichte haben natürlich viele. Ja. Da gab es, da können wir jetzt Stunden lang reden, aber ich eine Uhrhune, die bedeutet mir sehr viel, und zwar, ich habe sie hergerichtet, weil ich gewusst habe, dass du heute kommst, und zwar die Uhrhune kriegt Elton John AIDS Foundation. AIDS Foundation. Ja. Und zwar hat man die, von der habe ich zwei Stück, eine habe ich von meinem Schwager gekriegt, und das Exemplar habe ich von meinem Musikkollegen, vom Zida Christian gekriegt, der war ja auch Elton John Fan, leider nicht mehr, ja, ist verunglückt. Und deswegen natürlich gerade jetzt, weil wir miteinander Musik gemacht haben und ich auch sehr viel von ihm gelernt habe, war er natürlich bedeutend jünger wie ich, aber ein begnadeter Musiker und ein lässiger Typ, und der bedeutet mir natürlich sehr viel. Das ist auch eine von denen, die ich nicht mehr trage. Ja. Die bleibt jetzt da drin, das ist einfach ein schönes Andenken. Aber natürlich hat jede Uhr von den ganzen eine Bedeutung. Irgendwas am Handgelenk muss ich haben, sonst bin ich wie knockert. Und du hast ja sehr viel bekommen, du gibst auch sehr viel zurück, und da glaube ich, ist ein Tipp des Benefizkonzerts. Die findet statt am? Ja, am Ostersamstag, 4.4. haben wir das dieses Jahr im VZ in Jenbach. Und da haben wir wieder, das machen wir mit der Band alle Jahr oder alle zweiten Jahr. Und heuer haben wir da vier Kinder ausgesucht in Tirol. Es gibt vier Familien mit kranken Kindern. Es gibt natürlich viel mehrere. Aber wir haben gesagt, wenn wir spenden, spenden wir in Tirol und direkt vor Ort und bar kriegen die Leute das Geld auf die Hand, und das sollen sie dann für die Kinder verwenden, egal ob für Medikamente, für Maschinen, für Geräte oder auch, wenn es hilft, für einen netten Urlaub. Und da haben wir am Ostersamstag im VZ die schöne Veranstaltung mit vier Bands, spielen natürlich alle gratis, die Halle haben wir vom Bürgermeister gratis zur Verfügung gekriegt. Es gibt eine tolle Tombola mit tollen Preisen, und wir freuen uns, wenn viele Tiroler kommen taten. Ja. Na, schauen wir, vielleicht treffen wir uns bei Benefizkonzert, und wir singen es wieder nächste Woche bei allerhand aus dem Tiroler Land.